Oh. Stopp! Tut dir nichts. Lara Croft. Ich hatte gehofft, wir treffen uns anderweitig. Ich interessiere mich schon lang für deine Arbeit. Wie von Trinity zu erwarten war. Der Schlüssel von Chuck Chell. Mein Leben lang habe ich danach gesucht. Wo ist die Schatulle von X-Chell? Gib sie mir. Sie ist an einem sicheren Ort. Du hast sie nicht? Dass du ihn einfach nimmst, hätte ich nie erwartet. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Und ohne all das hier. Aber ohne die Schatulle droht die Apokalypse. Das wird der Tod der Sonne. Du lügst. Lara. Du hast es gespürt, oder etwa nicht? Erdbeben sind normal. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Du hättest das doch auch gemacht. Gott. Ja. Du hast den Schlüssel entfernt und dadurch die Apokalypse ausgelöst. Ist dir eigentlich bewusst, was du angerichtet hast? Säuberung hat begonnen. Jetzt liegt es an mir allein, sie zu stoppen, bevor es zu spät ist. Ich würde mal sagen, wir haben großen Bock missgebaut. Alter! Alter, Alter, okay, okay, ich weiß nicht wohin, keine Ahnung. Ich weiche die Sachen hier nochmal aus. Steh auf. Irgendwie, tauch, mach was. Ich weiß nicht, wohin. Schneller schwimmen. Uah. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Luftblasen. Komm schon. Okay, ich weiß nicht wohin, wohin, wohin. Alter. Mm.
Komm schon, mach was, irgendwie. Los, raus, 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 raus. Himmel. Ich muss höher hinauf. Alter, was ist denn hier los schon wieder? Das ist doch schon wieder... Das ist doch krass, das ist doch hammerhart. Hilfe! Oh mein Gott! Oh. Alter! Lecco mio Arscho Blanco! Okay, jetzt überlegen. Nee, so geht's nicht. Verdammte Axt, wie war denn das? Hm. Okay, das ist kein Problem hier. Okay, da dürfen wir auch nicht trödeln. Oh, alter Falter, okay, nochmal. Jetzt aber. Oh. Ah, verdammt! Alter, die Passage ist schon knackig. Okay, nochmal. Okay, 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 jetzt warten. Okay, okay, das haben wir. Komm schon. Rum wahrscheinlich, ja, rum. Das war knapp. Oh. Festhalten, festhalten. Wirklich scheiße. Wie mies, ey. Okay, hier müssen wir... Sorgen gemacht. Es ist schiefgegangen. Schlimmer noch. Was meinst du? Dominguez. Er hat jetzt den Dolch. Er hat ihn sich geholt. Nach allem, was mein Vater durchgemacht hat, lasse ich zu, dass Trinity einfach so den Dolch kriegt. Er wird mit dem Dolch und der Schatulle die Welt von Grund auf erneuern. Wie wird er sie erneuern? Keine Ahnung. Er sagte, er will Sünde und Schwäche ausrotten. Ein Mann wie er, wir müssen ihn aufhalten. Ich bin an allem schuld. Wir finden einen Weg, okay? Versprochen. Nein, 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 nein! Wir müssen vor Trinity die verborgene Stadt finden und die silberne Schatulle. Okay, aber zuerst bringen wir die Menschen hier in Sicherheit. Dann kümmern wir uns um den Rest. Nein, niemand ist in Sicherheit. Nicht, wenn ihr die silberne Schatulle kriegt. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Du bist die Einzige, die was? Woher weißt du, dass du das alles warst, Lara? Diese Welt dreht sich um viel mehr als um dich. Diese Menschen brauchen uns hier. Wir können jetzt etwas Gutes tun.
Abgesehen davon, was haben wir schon groß in der Hand? Ein Rätsel? Wir brauchen ein bisschen mehr als rosa Fisch und silberne Kronen, wenn wir diese Stadt finden wollen. Ich muss diesen Menschen helfen. Dann besorge ich ein Flugzeug. Üble Sache. Ganz übel, wenn er mich fragt. Also, boah. Böse, böse. Ich denke, dass wir nach einem Vulkan Ausschau halten müssen. Die Silberkrone ist wahrscheinlich ein Wolkenband. Die ganze Zeit muss ich an diese Menschen denken. Sie haben alles verloren. Das Rätsel lautet: Verfolge das Schlangenherz bis zum Berg mit der silbernen Krone, wo die Zwillinge sich finden. Ich frage mich, was die Zwillinge sind. Der Sturm sieht übel aus. Es ist nur ein bisschen Regen. Wir konzentrieren uns auf den Berg mit Wolken. Ein Berg mit Wolken. Wenn wir ihn finden, woher wissen wir, dass er es ist? Bauchgefühl, denke ich. Andere Hinweise haben wir nicht. Der Wandmalerei nach kommen noch mehr Katastrophen. Am besten helfen wir den Menschen, wenn wir die Katastrophen und Trinity aufhalten. Okay. Aber können wir ganz sicher sein? Jonah, während ich vorhin den Dolch in der Hand hielt... Du meinst das Beben vor dem Tsunami? Mehr als das. Es erschien mir, als hätte ich etwas erweckt. Ich weiß, das klingt völlig unrealistisch und ist schwer zu glauben, aber ich bitte dich, mir zu vertrauen. Wir müssen einander vertrauen. Hey, da drüben ist vielleicht was. Wirklich? Was ist das? Der Sturm gefällt mir nicht. Versuchen wir es morgen nochmal. Wir sind schon so nah dran. Trinity würde sich davon auch nicht abhalten lassen. Miguel, kannst du irgendwo lang? Ja, ich kann euch bei Kovac Jakob absetzen. Dann los. Alter, jetzt geht's wohl erst so richtig los. Das war alles nur Vorgeplänkel. Ah, ah.
Ui. Nach Überlebenden suchen. Ich würde gerne mal ein Basislager irgendwie mal finden. Muss ja irgendwie mal was kommen. Meine. Irgendwie muss man ja mal speichern können und so weiter, oder? Miguel! Ja, wenn der noch lebt, dann Hut ab, ey, ganz ehrlich. Keine Waffen. Kann nie nix. Das könnte ich gebrauchen. Mhm. Das bewahre ich für später auf. Genau. Daraus kann man ja Pfeile machen, haben sie gesagt. So. Da lang. Mach immer nebenbei. Jonah! Hört mich jemand? Okay, da oben ist was. Hallo? Jemand da? Aber wieder hochkommen. Halt, hier ist da auch noch was. Wunderblume. Stängel und Blütenblätter einer gelb blühenden Pflanze. Verbessert die Konzentration. Okay. Wo sind sie? Ich muss sie finden. Macht immer zwischendurch das an, nicht, dass ihr euch wundert. Aber ich will nicht verpassen, irgendwie was eventuell brauchbares. Der Berg mit Silberkrone. Ich bin fast da. Da drüben ist jemand. Ich muss dorthin. Harte Landung. Auf das Leuchtsignal zubewegen. Okay, gerne. Aha. Was haben wir denn da? Federn. Benutzen Sie Federn, um Pfeile und Outfits herzustellen. Okay, wie kommen wir jetzt dahin? Weil ich kann doch nicht von hier aus springen. Okay. Korrektur. Wir sollen von da aus springen. Ja, krass, ey, ganz ehrlich. Brüllaffen. Mhm. Bestimmt nicht so gut. Halt. Noch mehr Federn, gut. Mir nach Lagerfeuer aus. Ein Feuer. Hier muss jemand sein. Hallo? Jonah! Miguel! Hört mich jemand? Mhm. Wo seid ihr? Neues Basislager entdeckt. Flugzeugwrack. Können wir nicht nehmen, uns fehlt uns was. Erstmal alles einsammeln, was hier ist. Das Flugzeug ist hier gelandet. Meine Sachen sind in der Fracht. Ich muss sie losschneiden. Okay. Ich brauche Werkzeug, um das zu öffnen. Alles klar, wir brauchen erstmal was. Dann schauen wir doch mal. Geht's hier auch noch was? Können wir das hier aufmachen? Ja, klar. Logbuch. Ein Logbuch. Finde aber schade, dass das nicht mehr vorgelesen wird. Ich hätte nicht gedacht, dass der Sturm so heftig wird. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte auf Jonah hören sollen. Ich hätte den Dolch niemals nehmen dürfen. Ich hoffe, dass sonst niemand verletzt wurde und kein anderes Dorf zerstört wurde. Ich muss diese Katastrophen stoppen, bevor es zu spät ist.
Wow, wow. Sehen Sie Fallen mit Überlebensinstinkte interessant? Ziehen Sie durch Falschen bessere Preise bei den Händlern? Sicht der Eule? Okay. Moment. Jetzt wird es interessant. Erholung des Pumas. Erhöht die Zeit der genauen Ziels bei aufgeladenen Schüssen. Zielen auf den Kopf eines Feindes aktiviert die Kopftreffer-Zielunterstützung. Okay, das nehmen wir, glaube ich, mal mit. Was haben wir dann? Stütze des Pumas nach der Wundheilung. Story-Belohnung. Schalten Sie die Fähigkeit durch Story-Fortschritte frei. Okay. Was haben wir hier? Ansturm des Pumas. Interessant. Was ist das? Pfeil des Fuchses. Schaden von tiefen Stürzen. Eile des Affen. Mhm. Das ist echt interessant. Schlag der Schlange. Führen Sie lautlos Kills durch, ohne Alarm auszulösen. Interessant, okay. Atem des Kaiman. Ja, Luft. Luft nehmen wir. Schlinge der Viper. Stellen Sie Lockfallen aus feindlichen Leichen her. Sie können schneller schwimmen. Umarmung der Boa. Nehmen wir mit. Jetzt haben wir keine Punkte mehr. So, ansonsten können wir nichts weiter machen. Ist ja doof. Kein Werkzeug, kein gar nichts. Hm. In dem Teil des Wracks könnten scharfe Metallteile sein. Können wir da hochklettern? Fragezeichen? Nee, können wir nicht. Irgendwie müssen wir hier hochkommen. Giftbeere, Blume, die in den Baumkronen des Dschungels gefunden werden, verbessert die Wahrnehmung. Okay. Ohne Werkzeug kann ich das nicht öffnen. Okay. Ja, was, wie wollen wir denn da hinkommen? Federn? Hier ist ja alles voll, ne? Kann aber auch mit einem das Vieh. Sieht so unglaublich geil aus, ganz ehrlich. Wir hier hoch? Nee, da kommen wir so nicht hoch. Hier ist nur eine Kiste. Ohne Werkzeug kann ich das nicht öffnen. Verdammt. Okay. Hm. Was haben wir denn hier? Okay. Sieht verdammt kompliziert aus. Hm. Okay, das schaffen wir, ist kein Problem. Jetzt überlegen wir mal, wie kommen wir da hin? Da ist ein Vogelnest, da ist ein Nest. Da geht's rüber. Toll, die Viecher können wir noch nicht killen. Natürlich kommen wir nicht ran.
ist denn... Hier ist was. Mackerblatt. Rote Blätter einer Wasserpflanze werden zum Heilen verwendet, okay? So nah und doch so fern. Man muss doch hier irgendwie rankommen.